Eure Heiligkeit, eure Sünden. Ich habe keine Sünden zu beichten. Meine einzige Sünde ist, dass mein Gewissen kein Schuldbewusstsein kennt. Von heute an musst du die Kirche führen. 1 Milliarde Menschen, 1/5 der Weltbevölkerung. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ich muss Ihnen aufrichtig sagen, Schwester Mary, dieser Papst ist ein sehr widersprüchlicher Mensch. Was du über mich denkst, kümmert mich nicht. Ob ich mich für das Amt eigne, ob du mich für schwach hältst oder für einen Schurken. Alle haben Angst vor euch. Das ist nicht so ganz richtig. Aber bald schon. Die Menschen sagen, dass Schwester Mary in Wahrheit Papst ist, nicht ihr. In Amerika wird es Klatsch genannt. Ich weiß, wie ich ihn zum Rücktritt bewegen kann. Sie können ihn nicht lenken. Die Jungen sind immer viel extremer als die Alten. Wer hat diesen Verrat begangen? Erklären Sie mir alles. Du wirst ein furchtbarer Papst werden. Der Schlimmste der gesamten Neuzeit. Ich bin bereit, einen brutalen, grenzenlosen Krieg gegen euch zu führen, ohne jede Rücksicht. Ich weiß alles, was ein mächtiger Mann über die Menschen, die für ihn arbeiten, wissen muss. Und ich bin der mächtigste Mann von allen.